Scheiße! Ja, das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter, Biochip-Integrität bei 94% und sinkt weiter, Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Con Packy ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Oh, Scheiße. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Was haben wir denn da drüben? Aufzug zur Lobby. Ganz viele unterschiedliche. Achtung! Im Con Packy Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Personal. Für Sarkasmus, Karnal. Schön leise kalt machen. Na, Kommando? Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Das auf eine andere Taste legen. Das stört mich dann doch schon. Wie geht er vor? Klingt gar nicht gut. Das sind ein paar. Ist da noch einer? Aber keine Kamera, oder? Ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen. Was haben wir denn hier? Fangwarto! Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Cool, bleib in Wien. Hier lang! Ich folge dir. Ja, alles sauber. Nichts Seltsames, Ungewöhnliches. Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Ist bei dir alles okay? Da hinten ist einer, da steht einer. Hey, Kamera! Ja. Scheiße.
die irgendwie deaktivieren. Ausschalten, Remote deaktivieren. Perfekt. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Aber schauen wir mal, dass wir uns an denen so gut vorbeischleichen können. Schaffen wir den auch noch? Oh. Fuck. Die sehen uns sonst. Komm schon raus, ich tu dir nichts. Oh. Waren das zwei? Schnell! Er hat euch angegriffen! Wir haben uns gesellt! Das war in Bolale. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Schmeißen deine Leiche den Ratten. Na los, Motherfucker! Tanzen wir! Die! Aber die Waffe von Yorinobu ist ziemlich stark. Wir uns komplett durchschleichen müssen. Die können dich sehen. Ziel getroffen. Was kostet das Chingada? Tamil ist dann aqui. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Schnell, bevor Adam Smasher kommt. Getroffen worden. Saubere Nummer. Huh? Du Dreckstück. Oh shit. Reiß ihn den Arsch auf. Jackie, Vorsicht. Volltreffer. Nicht so nah ran. Oder getötet werden. Wo ist der Kerl da? Ja, Jackie hat seinen Spaß. Madre, geht nicht. Was ist mit dem anderen? Da kommt noch einer. Wieso höre ich das nicht zum ersten Mal? Ein Kontakt! Auf die Mano! Ich will wieder mal schnell zu der Waffe von Yorinobu wechseln. Ach, der hat das für das Katana ausgerüstet. Okay. Wo ist das denn hin? Haben wir das abgelegt? Ich hoffe doch nicht. Ach nein, wir hatten ja gar keine Waffen dabei. Ah, stimmt, stimmt. Er ist getroffen! Boah, die ist echt heftig. Die klingt auch gut.
schnell weg. Ich will nicht hier Kontakt mit Adam Smasher. Er ist getroffen! Weiter feuern! Achtung! Im Container Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisung. Der Aufzug geht. Scheiße, du siehst gar nicht gut aus. Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Ah, chill, wie. Wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Oh, hat sich geheilt. Was erwartet uns jetzt in der Lobby? Mhm. Achtung, die sehen uns sonst. Ziel verbunden. Ein Kerl? Keine Armee, die hier in der Lobby auf uns wartet? Shit. Wie kommen wir hier raus? Also hier hätten wir uns doch nie und immer durchschleichen können, oder? Ich finde, bis jetzt haben wir immer sehr gut geskillt. Oh, Mist. Da bei dem Maelstrom-Boss haben wir auf die... Oh, shit. Haben wir auf Stärke geskillt, damit wir ihn sofort niederschlagen können. Hier haben wir auf Schusswaffen geskillt. Und haben jetzt gleich hier so eine super starke Pistole bekommen. Also, das klappt. So schon ganz gut. Oh je. Elektroschocks. Ah, klasse. Oh shit. Was ist das für einer? Bin ich sowieso schon völlig am Arsch. Was ist das für ein Riesenteil? Ben Jackie. Komm schon, komm schon. Hier rein, Jackie. Oh, du hast den Anzug auch abgelegt. Komm. Na los, na los. Ich hab einen Leck. Wir werden
euer Ernst? Ich empfehle dringend, keine Zeit beim Einsteigen zu verlieren. Dalamain, drück drauf! Willkommen zurück. Mit Dalamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Wenn ich gleich losfährst, hagelt gleich Sorgen. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So ein Scheiße! Dalamain! Aktiviert. Bitte Adam Smasher. Ruhig? Straßenblockade voraus. Ich bitte Sie, freundlich sich festzuhalten. Drück auf die Tube. Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Einfach auf! Aufgeben ist keine Option, Jackie. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Gute Arbeit, Del. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft! Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Dann drück drauf! Ich tu, was ich kann. Du musst durchhalten, Jackie. Verstehst du? Klar. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Nein, Jackie, tu mir das jetzt nicht an. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Gib mir eine Sekunde, okay? Mr. Wells Überreste, wohin soll ich sie bringen? Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Boah, das ist heftig. Ob das auch einen anderen Ausgang haben konnte, das Ganze? Weil man hat sowas ja schon in einem Trailer gesehen, aber da war es halt so unrealistisch, dass das da gespoilert wird und dass das tatsächlich dann so im
Spiel passieren kann. Hey, und sehr gut, wenn man überladen ist, dann geht man automatisch. Das passt jetzt doch eigentlich ganz gut. Meine Güte. Das war heftig. Haben jetzt unsere ganze Crew verloren. T-Bug, Jackie. Kacke. Aber das wurde auch so in gewisser Weise auch foreshadowed. Mit dem Drink zum Beispiel, dass er schon gesagt hat, wie das Rezept ist und dass man mit einem Knall darauf gehen soll und... Eieiei. Lass mich rein. Er wartet. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka, tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten. Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent. Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen. Das waren wir nicht. Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addis, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht, alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Ich hab den Trailer gesehen. Wenn das jetzt alles sozusagen eine Nachempfindung ist, dann wissen wir ganz genau, was passiert. Scheiße. Alles klar. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Ich
Und das war anscheinend nur das Intro zu Cyberpunk 2077. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem Gaspedal und ab jetzt wird nicht mehr gebremst. Der Hammer, 20. August 2023. Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. Oh mein Gott. Siehst du nicht aus? Ihr kennt die Stimme. Hoffe ich doch. Du kannst nicht drauf. Hey, hey, cool bleiben. Johnny Silverhand, wir sind... gerade Keanu Reeves, oh mein Gott. Oh, ja. Natürlich total zugedröhnt. Was denkst du denn? Von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Höre. Ah, erste Bilder. Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Klar. Aber ich will's heute. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Kriegst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuläuten. Du bist spät. Das ist meine Ob. Ich entscheide, wann wer zu spät ist. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Söhne. Was da draußen abläuft, waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayland richtet, weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson. Schluck die Gewissensbisse runter. Ich kann nicht! Fuck! Johnny, Scheiter!
Ich übernehme. Vorwärts! Die ganzen Geschütztürme, die machen wir zuerst weg. Da ist noch einer. Mann, halten die was aus. Da kriegt doch noch einer. Fahrstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Klingt mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Alle Einheiten bereit! Feuer eröffnet! Die sind ja. 2632 Schaden. Die Knarre will ich haben. Ja, ich hab schon Schlimmeres erlebt. Alter. Wir haben schwere Verluste. Oh ja. Gerade auch, wenn man so mit der nachlädt. Murphy? Sie suchte mit Fingerhüten, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht. Johnny, Ladung. Bushido 2, wie ist die Bombe nochmal? Komm schon, wir müssen los! Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka, Elite, Marsch, los, weg! Okay. Schieß die Kabel durch! Treffen wir die? Ach, da oben. Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da! Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Ich wusste es, verdammt! Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Fuck! Das ist so cool einfach. Sie haben Verluste! Er hat kein Recht zu leben! Johnny bräuchte jetzt auch einfach nur noch eine Katana. Mann am Boden! Position übernehmen! Cool. Bin gleich am Zugangspunkt. Ah. Netter Eisbrecher aus dem Ausland. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnweben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und seht! Nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen.
Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Schnell raus. Oh, damn. Shit, das ist Adam Smasher. Aha. Johnny, lauf! Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Wie ist der da denn rausgekommen? Oh, damn. Ist er das? Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. はい、まだ生きています。わかりました。向かいます。Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Atsushi. Chokusetsu hanashi wo suru. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb. In diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Das sieht gar nicht gut aus. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, kono you na koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.人は嘘をつき、自分自身を欺く。だが、死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。始めろ。 Soulkiller bereit? Oh shit. Sind wir jetzt in der Matrix? Ich wollte auch gerade schon sagen, Keanu Reeves hatte ja eh schon immer so seine Probleme mit Agenten.
Eieiei. Das sieht auch aus wie die Struktur, wo wir gerade gekämpft haben. Als Johnny. Und du? Wer bist du?